Herzlich willkommen zur Sportnews-Redaktion am heutigen Mittwoch mit diesen Themen. Andrea Seppi kann auf der ATP-Tour nicht mehr gewinnen. Der 31-jährige Kalterer verlor gestern in Basel bei den Swiss Indoor sein viertes Erstrundenspiel in Folge. Seppi unterlag dem Belgier Goffin, die Nummer 17 der Weltrangliste, in 3 Sätzen mit 6 zu 3, 4 zu 6 und 4 zu 6 und schied dann auch noch im Doppel aus. Nun spielt er in Paris-Bercy, dann in 2 Wochen beim ATP-Challenger in Gröden. Zur Eishockey-Meisterschaft, da wird ja am Donnerstag in der Serie A die 13. Runde ausgetragen. 3 der 4 Südtiroler Mannschaften sind zu Hause im Einsatz. Gröden spielt gegen Ritten, Sterzing empfängt Valbenice, Busterteil gegen Asiago und Fassa gegen Cortina. Derzeit spricht man aber in der Serie A besonders von diesem Mann hier, dem 18-jährigen Rittner Markus Spinell, der am Samstag im Derby gegen Busterteil gleich 2 Treffer zum 4:0-Sieg der Buben beigesteuert hat. Der Jüngste auf der Eisfläche nahm zuerst einen Traumpass von Torhüter Engelisch an, setzte sich gegen Ivan Althuber durch und erzielte mit einem Bauertrick das 1:0 für die Rittner. Im Schlussdrittel das Zuspiel von den Tudin auf Spinell. Armin Helfer schubst zwar noch den Rittnerstürmer, beim Fallen das 3:0 erzielt. Der 18-Jährige glaubt auch morgen an einen Sieg seiner Mannschaft auswärts gegen Gröden. Wir dürfen leider den Gegner unterschätzen, noch Sieg eigentlich nicht das Problem, mehr soll gehen. Schlechte Nachrichten kommen hingegen vom Handball, besonders für die Fans vom SC Meran, denn für Legionär Marko Vucevic ist die Saison bereits zu Ende. Der 29-jährige Serbe hat sich das vordere Kreuzband im rechten Knie gerissen, das heißt, er fällt mindestens 6 Monate aus. Der Meraner Führungsspieler muss nun ersetzt werden, wer für ihn kommt, steht aber noch in den Sternen. Und wir bleiben bei den Mannschaftssportarten, denn heute feiert auch der Bozer Simone Giannelli mit ITAS Trient sein erstes Meisterschaftsspiel. 20:30 auswärts in Monza, wo der Buchholzer Basketballspieler Thomas Ress bis zur gleichen Zeit mit Rea Venedig im Europacup gegen den belgischen Club Charleroi im Einsatz. In der Fußball-Oberliga ist ein Drittel aller Meisterschaftsspiele gespielt. Ein Blick auf die Tabelle zeigt, dass die Titelfavoriten Virtus Bozen, St. Georgen und Bozen FC sowie die Überraschungself aus Naturns ganz vorne anzufinden sind, weil der SSV Arntal nach dem verlorenen Kellerderby am vergangenen Sonntag in Brixen derzeit auf dem letzten Platz steht. In 10 Spieltagen konnten die Teltra gerade mal eine Partie gewinnen. Trainer Alex Brucker, der nicht zur Diskussion steht, blickt aber trotzdem hoffnungsvoll in die Zukunft, obwohl am Samstag gerade der Tabellenführer Virtus Bozen im Arntal zu Gast ist. Ja, ich glaube, wir brauchen nicht lange reden. Ich glaube, Virtus ist die Mannschaft, die was eigentlich qualitativ am besten besetzt ist in der Oberliga. Ich glaube, sie sind mit Abstand die beste Mannschaft, was man in der Oberliga, gegen die was man in der Oberliga spielen kann. Aber wir haben ein Heimspiel, wir haben daheim eine Niederlage passiert. Und ich bin der Meinung, wir werden auch probieren, alles zu geben. Und vielleicht schaut nicht das Heim wieder mal etwas aus. Das waren die Meldungen aus der Sportnews-Redaktion. Wir sehen uns dann morgen wieder mit meinen Kollegen Hannes Köster. Und wie sagt er immer so schön, bleiben Sie sportlich.